was er nicht tun wird. Bin ich überzeugt von, dass er das nicht macht. Gift ist niedrig. Ist jemand vergiftet worden? Nicht wirklich. Mach ich das mal, wenn wir einen abziehen. Essen läuft. Nein, da unten ist der Stachel noch. Den wollen wir vielleicht doch noch am Leben lassen. Du bist am Verhungern, das ist schlecht. Steinbruch wurde errichtet. Ja, wenn wir für den mal Arbeiter haben, können wir nochmal drüber reden. Sind wir da tatsächlich jetzt dann vorbeigekommen, ohne dass was kaputt geht? Ja, oh, das muss ja wieder ein Timing gewesen sein. Und du streicheln. Das ist doch schon mal gut. Wenn wir jetzt hier noch eine Hütte finden, wo ein paar Leute drin wohnen, das wäre jetzt richtig Bombe. Bombe fett. Richtig krass. Das wäre jetzt schon schön, doch. Ja, der lohnt sich nicht. Das ist der einzige, der sich noch lohnt. Der ist einfach nicht mehr rentabel. Ein Forschungsinstitut, das macht das gut. Wir haben die Galle. Und jetzt können wir von dem doch hoffentlich erstmal alle abziehen. Wo sind die alle hin? Die können doch jetzt... Wo sind die jetzt alle hin? Ja? Kann man schon sagen. Kann doch nicht weg sein. Wie viel haben wir noch? Da haben wir noch Platz. So, der Rest kann doch da jetzt hier noch ein bisschen fackeln. Außen drumherum muss erstmal alles sauber sein. Das ist schon mal gut. Hier sind meine Alleskönner. Wie läuft's denn so? Danach kommt wieder Dschungel. Also Wasser, Essensprobleme, da müssen wir uns jetzt echt mal so einen kleinen Vorrat anhamstern. Das finde ich jetzt persönlich sehr sexy, wenn wir das schaffen. Sehr sexy. Ich warte jetzt noch auf das Lagerhaus. Schwierigste Phase überstanden. Die Frage ist nur, wo gehen wir hin? Ich bin mir nicht sicher. Es wäre jetzt so geil gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, ich renne jetzt mal da lang, wo du willst, weil es eigentlich scheißegal gewesen wäre. Ja, weil ich mich nicht entscheiden kann, weil beide Seiten sind exakt gleich, meiner Meinung nach. Ich glaube, das sieht keiner anders. Auf dem Blick, wo ich es jetzt entscheiden musste. Ich wollte nach unten, weil, ja, da oben sah noch ein bisschen, ja gut, ja, hätte ich das vorher gewusst. Haha. Ja, dann hätte ich mich vielleicht vor oben entschieden. So läuft er erstmal da lang, wo ich es wollte. Ja, hier war der Unbu-Doktor. Den hatte ich hier schon geplant. Ich sah ja eine Woche nicht gespielt, ist aber nicht so das Problem. Mir ist der sehr wichtig. Gegengift. Damit wir den Jungen erstmal wieder in Ordnung kriegen. Essen. Wir sollten bei Gelegenheit wieder jemanden einstellen, der dafür auch zuständig ist. Tja, es tut mir leid. Wir haben halt nicht genug Leute. Aber sobald er wieder da ist, sind wir für ihn da. Gift ist doch wieder in Ordnung jetzt. Jetzt kriegen wir natürlich den Hurricane auf die Fresse und alles ist kaputt. Keiner Scheiß, ist nur ein Zeitproblem, aber auch nur kurz. Wir brauchen jetzt echt mal ein Dorf, wo wir ein paar Leute finden können. So eine Siedlung ist sehr unwahrscheinlich, dass wir in so einer Ruine da was finden. Aber wir können es ja mal probieren. 50 Wasser. Ja, hier, kannst du haben. So viel, wie du willst. Ja, kriegen wir Eisen und Glas. Das ist ja alles ganz toll. Hilft uns aber erstmal nicht weiter. Wichtig ist, die Wasserbrunnen müssen wieder stehen. Jetzt können wir streicheln, ne? Das heißt, wir können den rausreißen. Ich weiß, das tut ihm etwas weh. Er wird mir auch etwas meckerisch sein. Aber ich glaube, er wird es überleben. Schlafbefehl. Eine strategische Entscheidung, die ich dann treffen kann.
Küche, Verflüssiger brauchen wir nicht. Abfüllung, Schlafen und Fröstbefehl ist erstmal egal. Baumschule ist egal, Schmelzofen ist egal, Blutextraktor ist egal. Komposthaufen wäre okay. Tomaten wären jetzt angebracht. Tomaten, Häuschen, Spätum. Auch so eine Sache, die vielleicht dann kommen könnte. So, steht wieder alles. Du hast ein bisschen was zu futtern gekriegt. Sei glücklich. Da, Dorf, 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 Leute, 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 mehr, 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 mehr. Ich würde hier gerne alle Felder bewirtschaften. Und zwar richtig immer gib ihm. Das ist ein Bärenstrauch. Höchste Priorität. Wie läuft's hier oben? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Er pflanzt wieder ein bisschen was an. Gut, wir haben hier wieder ein bisschen Platz. Wir können hier noch eine Wasserabteilung bauen. Können wir nie genug haben. Hier kommt das fette Lagerhaus hin. Zumindest erstmal eins, würde ich sagen. Und das wäre schon mal hier. Ist das hier gut? Ja, das wollen wir hier. Haben wir genug Steinplatten? Von allem nicht genug. Da kriegen wir jetzt gleich Leute. Ach, ist das schön. Wenn wir Leute kriegen, ist immer gut. Es wäre alles schon so einfach, wenn wir ein paar Leute hätten. So, hast du hier alles, ist alles weg? Nein, du hast noch zu tun. Viel Spaß. Apropos, eigentlich können wir hier diesen Aufbewegungsbefehl geben. Er macht das schon. Ja. Na gut, hier also das Essen, ja, ist egal. Wie sieht's mit Steinen aus? Ist okay. Holz wäre jetzt schon ganz, ganz geil, wenn das hier einer machen würde. Wenn das hier so ein bisschen Priorität hätte. Ich will nicht meckern, aber so ein bisschen Priorität an Holz. So, du meckerst. Da wäre es jetzt wichtig, dass wir nach rechts abbiegen. Nach unten gehen. Einer arbeitet noch in der Hütte. Ja, ich weiß. Natürlich nehmen wir die auf. Ja, vier Leute, sehr gut. Das sind die vier wichtigsten Leute des Spiels. Erstmal drei Leute in die Kneipe schicken, wollte ich gerade sagen. Drei Leute dahin schicken. Gut, damit ist schon wieder fast alles aufgebraucht, was wir haben. Wir haben noch zwei Leute, die noch irgendwo jetzt was machen können. Du bist da eingeteilt. Wir haben noch ein paar Pilze. Wir könnten jetzt jemanden zum Tauchkoch hier degradieren. Dann kannst du hier mit höchster Priorität diesen Dings erstmal fällen. Das ist doch schon mal super. Hier fällt das auch noch. Und hier immer gib ihm lustig, kannst du hier Bäume fällen, noch und nöcher, damit wir erstmal wieder ein bisschen Holz haben. Ich meine, sieht schon ganz gut aus, aber kann ja nicht schaden. Wir haben ein fettes Lagerhaus. Ach, scheiß drauf. Dann habe ich es fertig. Ich kann einfach nicht anders. Es ist einfach wegen der Symmetrie. Außerdem kann dann das Lager hier komplett weg. Sieht's aus? Du hast mit deiner Fackel noch zu tun. Luftbrunnen, 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 Luftbrunnen. Dadurch, dass wir nicht in die Wüste gehen, haben wir nie ein Problem mit Essen. Das ist ja schon mal echt gut. Problem ist momentan, dass die Leute langsam aber sicher vergiftet werden. Wir müssen hier langsam mal raus. Sonst müssen wir hier jemanden einstellen, der noch mal ein paar Partikel sammelt. Meine fünf Alleskönner. Transportieren und generieren. Doktor, kannst du nochmal streicheln? Ja, Doktor kann streicheln gehen. Wir können auch die Leute jetzt erstmal auch abziehen vom Ballon. Meine Kräuter sind echt knapp. Komposthaufen. Ja gut, fürs Düngen wäre das jetzt echt angebracht, aber das ist ziemlich weit und wir müssen erstmal rüberkommen. Wir müssen eine schöne lange Hauptstraße bis darüber bauen und dann kriegen wir ein bisschen Dünger vielleicht. Dann wäre es ganz gut, wenn wir da drüben auch noch ein bisschen was zu essen anbauen. Ja, also Getreide kommt bei mir erst ganz, ganz spät. Leben ist okay, brauchen wir nicht machen. Das heißt, momentan, mein Freund,
Bist du sogar noch in der Lage, ihm nochmal ein Gegengift zu verpassen? Bis er ausgeschlafen hat. Also einmal können wir hier noch gut überleben. Wenn du durch bist mit der ganzen Nummer, schließe ich den Verein. Und habe nochmal zwei Leute, die irgendwas machen können. Zur Not können die losgehen und Holz fällen. Das ist immer gut. Rohstoffe sind mir immer willkommen. So, Galle, du hast noch zu tun. Du rennst immer noch ein bisschen Fackeln. Essen steigt unaufhörlich in einem sehr guten Tempo. Wir könnten darüber nachdenken, ob wir hier dieses Sägewerk erstmal bauen, um hier zu sägen. Im Werk. Dann können wir da nämlich schon mal etwas bauen. Dann kann das hier weg und dann kann er eigentlich auch erstmal baden gehen. Brauchen wir nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr. Auch das kommt weg. Gut, Unruhe läuft weiter. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir Richtung Süden latschen. Vertraut beim Befehl nicht. Das ist ja wieder der Standardsatz schlechthin. So, jetzt kriegst du hier nochmal Futter. Und dann stelle ich den hier nochmal an. Und bei Gelegenheit krault er dir noch den Rücken. Ne, das dauert noch eine Weile. Gut, also können wir wieder ausstellen. Ihr könnt auch mal Feierabend machen. Ich brauche ich nicht. Du hast gerade nichts zu tun. Da könnten wir ein paar Pilze sammeln in diesem lustigen Wald. Ey, Unbu, wie wäre es geil, wenn du jetzt mal kurz Platz machst? Das war klar. Ich habe mich um alles bei dir gekümmert. Wie wäre es, wenn wir nach Süden gehen? Nein, wir machen natürlich nicht, was der Roland sagt. Irgendwas, was ich will? Nein. Na Gott sei Dank, die können wir noch mitnehmen. Deswegen sollte er anhalten. Drei Leute. Wieder, die wir nehmen können. Das heißt, erstmal hier, damit wir momentan mal ein paar mehr Steinplatten bekommen, damit das wieder läuft. Hier habe ich jetzt drei Leute drauf. Die können wir wieder abziehen, wenn alle gesund sind. Ja, sieht gut aus. Können wir also momentan einlaufen. Also ich finde immer die Statistik. Ich denke, wenn ich Escape drücke, dass es dann weggeht, aber macht er nicht. Gut. Steinplatten werden wir jetzt eine ganze Menge brauchen. Dann heißt das, wir haben gerade mal ein bisschen Luft. Können wir so einen hinschicken, der das macht. Hier macht exakt immer noch einer weiter. Gut, hier Unbufutter haben wir zurzeit jetzt genug Leute. Wir haben drei Farmen unter Volllast. Wir können auch einen anstellen, der jetzt Rüben kocht. Haben wir noch genug Rüben? 213, gut, wunderbar. Dann können wir auch dies tun. Wie viele Leute bleiben dann noch übrig? Wir haben noch drei Arbeitslose, die können momentan ein bisschen Holz fällen. Da machen die nichts Verkehrtes. Das wäre geil gewesen, wenn du jetzt da abbiegst. Aber so wie ich dich kenne, rennst du nicht geradeaus durch. Du rennst nicht geradeaus durch, weil du nicht cool bist. Weil du ein dummer, kleiner Dämmelack bist, der einfach nicht geradeaus laufen will. Nach Süden. Einfach nach Süden laufen, nicht in den Wald. Einfach nach Süden. Nein, natürlich nicht. Wozu auch? Lauf auf die Gefahr zu. Ein guter Junge. Ich kann da sagen, was ich will. Ich kann ihn füttern, streicheln. Es ist ihm egal. So, dann werden wir den nochmal höher stellen als ihn. Damit er hier gleich das Dings fertig baut. Das ist ja furchtbar sonst. Ja, wir können jetzt den Weizen machen. Jetzt ist sowieso alles scheißegal. Das wird jetzt nochmal bitter. Wie viele Leute haben wir noch übrig? Die zwei, ne? Die können jetzt gleich den Doktor machen. Wie ist es mit Rennen dadurch? Rennen tun wir, ne? Da sind wir dabei, ne? Das ist prima. Ja, jetzt brauchst du mir auch nicht mehr folgen. Das ist jetzt scheißegal. Oh Mann, ey. Dekontaminatoren anstellen. Sehr gut. Mach Pause.
Und weil wir jetzt gerade nicht die Leute haben, der Doktor macht gerade Pause, du brauchst auch gerade nicht arbeiten und du machst auch Pause, damit der Dekontaminator wieder ein bisschen mehr Arbeiter bekommt. Und jetzt ziehen wir auch noch einen ab, so dass hier genug los ist. Lagerhaus fertig. Kleines Abreißen. Damit habe ich auch meine Lagerkapazität erstmal erreicht. Mehr brauchst du nicht. Die stehen ungefähr mittig. Ja, vielleicht hier mal so ein kleines Zwischenlager oder so. Ansonsten habe ich hier meine zwei großen Hauptlager. Genau, hier kannst du jetzt Schläfchen machen. Da interessiert das keine Sau. Sind wir jetzt hauptsächlich an dem Hurricane vorbeigekommen? Das sieht nicht so aus. Wieder mal haben wir perfekt das abgepasst, dass das gerade so noch zählt. Das ist echt. Du weißt nicht, ob du im Gefahrengebiet bist oder nicht. Ja, also ich werde jetzt hier 30 Mal hintereinander niedergemäht. Das wird jetzt schön. Mann, wird das klasse. Weil er einfach nur 2 Meter weitergehen müsste. Ja. Ist jetzt ärgerlich, aber zum Glück gehen ja die Wasserspeicher nicht kaputt. Alles andere ist egal. Ja, wenn einmal so ein Haus kaputt geht, interessiert keine Sau. Und zack, nochmal alles kaputt. Yeah. Na, Gallenextraktor hat höchste Priorität. Der muss laufen. Dann das Ding. Muss jetzt mal langsam laufen. Dann das Teil wäre gut, wenn es läuft. Das brauchen wir nicht mehr. Reiß es ab. 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 Ist eh kaputt. Reiß es ab. Hier stellen wir so lange noch einen dritten an. Hier stellen wir gleich einen zweiten ein. Wir haben ja gerade mal ein bisschen Luft. So, jetzt sollten wir bei Gelegenheit mal drüber nachdenken, hier wieder auf Mais umzustellen. Mais. Mais. Du darfst noch fertig kochen. Hier darf noch einer mehr rein. Zack. Und weiter geht's. Und da kommt er wieder. Hey. Und 3, 2, 1. Nochmal ist die Party am Laufen. Ja. Bam, und wieder alles auf die Fresse bekommen. Yippie! Ach, warum läuft das immer nur so gut bei mir, ne? Ist doch einfach der Hammer. Bitte bau das Sägewerk als erstes. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Hersteller Gallenextraktor. Und wie ist das jetzt eigentlich? Also, eigentlich würde ich die Straße ja, also wenn wir die Straße hier jetzt lang bauen, können wir hier unten rein theoretisch noch ein Feld bauen. Komm, das machen wir. Einfach nur, weil es dann dekomäßig besser hinkommt. Das heißt, dieses Lager ist hier komplett für die Füße. Danke, für gar nichts. Stellen wir es hier hin. Im Prinzip fast egal. Also eigentlich können wir es auch sein lassen, weil das große Lager ist da oben. Ja, wir laufen weiter. Komm, den Hurricane, den mussten wir noch mitnehmen. Ja, ist das was. Mein lieber Johann, bist du auch da? Ja. Sehr gut. Ein Mann im Sägewerk. Wir haben genug Holz. Ein Mann im Steinbruch? Sagen wir zwei. So. Nahrung ist erstmal akzeptabel, das kriegen wir geregelt. Wasser wird unser größtes Problem werden, wenn wir das hier nicht lange genug gehalten kriegen. Der Komposthaufen. Ah. Verglickt, sorry. Bei Gelegenheit mal die Straße abreißen. Ah ja, ihr seid alle fertig. Gut, ihr seid alle wieder arbeitslos und entlassen. Ich könnte auch. Dann ist das nicht so symmetrisch. Ja, ich überlege gerade. Wenn wir den Bauernhof hier hinsetzen. Wenn wir ihn hier bauen oder hier bauen.
Hier waren oder hier waren? Wir könnten hier jedenfalls drei bauen. Also bis hier können wir ihn auf jeden Fall runternehmen. Wird aber dämlich aussehen. Wollen wir denn da in der Mitte noch ein bisschen was dran lassen? Ist eigentlich egal, oder? Oder bauen wir hier nur eine Farm hin? Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Platz anfange. Da lohnt sich's nicht. Hier ja, hier würde das auch ganz schön hinkommen, aber ich würde ganz gern. Ich kann ja auch hier, aber die ist erst ab 5. Das heißt, wir müssen erstmal den wegkloppen. Da bräuchte, wir können ja drei Leute einstellen, die könnten das ja mal schnell erledigen. Dann wäre ich damit zufriedener. Ansonsten haben wir hier einen großen Abteil, wo wir das theoretisch machen können. Warte, da müssen wir das aber. Ja, ich muss das immer mit Straßen abgrenzen, sonst fühle ich mich nicht wohl. So. Wir hatten da eins freigelassen, das ist gut. Dann können wir hier theoretisch die Farm aufbauen. Aber wir könnten den noch einen nach unten holen, oder? Ja. Ja, das ist gut so. Es geht gerade darum, diesen Platz hier noch effizient zu nutzen. Ja, das wollen wir ja wohl. Ja, da kennen wir ja nichts. Da muss ein Luftbrunnen hin und alles Mögliche. Und hier muss der Bauernhof dann hin. Allerdings müssen dann hier alle vorübergehenden Maßnahmen weggehackt werden. Damit ist das Projekt hier unten erstmal für alle Zeit abgesagt. Wegen Regen. Schlafbefehl. Regen in der Wüste. Hahaha. Wir haben jetzt eine echt beschissene Dürre gleich vor uns. Das ist ein bisschen unsexy. Wie immer. Halt! Da hinten gibt's Leute. Keine Leuteverfügung? Kein Kutscherverfügung? Wo ist denn der? Der hat Urlaub. Was tut ihr denn? Ihr seid noch beschäftigt. Ach Mann. Ich müsste den Turm aufbauen, dann könnte ich sie nochmal sehen. Hahaha. Nein, das ist jetzt. Wäre zwar schön gewesen. Können wir aber mit leben. Wir haben jetzt auch nicht so viel Wasserverlust. Problem ist, jetzt nicht unbedingt, dass das Wasser uns gleich ausgeht. Das läuft noch, das kriegen wir hin. Ja, der Luftbrunnen, alles keine großartige Priorität. Größte Priorität haben wir jetzt eigentlich ein paar Steine, die wir bräuchten. Und die kriegen wir von hier. So. Zack. Priorität erstmal Steine. Hol Steine. Hier sind noch 5 Beeren, die kannst du auch noch abholen. Obwohl, das sind 4, aber darum geht's ja nicht. Sind die vergiftet? Das ist schlecht. Wie viele Arbeitslose haben wir denn noch? Zurzeit 2. Reiß mal die Häuser ab, das ist ja hier schlimm. Alles hat höchste Priorität bei mir. Alles höchste Priorität. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Schwer vergiftete Nahrungsvariantenqualität. Anzahl der Bewohner. Anzahl der Betten. Wir haben also Betten haben wir. Das sind die guten Hütten. Ja, wir werden jetzt jede Menge Holz haben. Hier ist eigentlich mein guter. Wir sind geradeaus weitergelaufen. Prima Entscheidung. Na, ist doch super. Wie sieht's da aus mit dem Wald? Ich würde sagen, Rüben, Weißen, Tomaten, Kakteen. Da könnt ihr dann jede Menge anpflanzen. Immer gib ihm lustig. Viel Spaß.
Ja, da links daneben haben wir dann quasi noch ein bisschen Luft, wo wir noch was bauen können. Der Extraktor steht da gut. Das können wir alles genauso lassen, wie es jetzt steht. Du könntest im Prinzip auch arbeiten gehen, weil macht alles gar keinen Sinn mehr. Dann könnten wir hier tatsächlich noch einen zweiten, jetzt zur Not erstmal einen Transporter aufbauen. Einen, der ein bisschen was transportet. Supportet, transportet, macht das. Es wäre jetzt geil, wenn du ein Schläfchen machen würdest. Wie lange brauchen der noch, bis er sein Schläfchen machen kann? Hat er Hunger? Na, nicht unbedingt. Können wir wieder zwei Leute einstellen? Das ist gerade schlecht. Jetzt sind gerade wieder alle beschäftigt. Wenn du mal wieder zwei Leute da brauchst, sind die alle weg, ne? Das ist Wahnsinn. So, können die mal ganz kurz da in den Dings reinrennen? Ach nein, dann rennen die alle hier rein, richtig? Ein Transporter. Onkel Doktor. Onkel Doktor brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Der müssten geheilt sein, ja. Alles ist wieder gut. Das heißt, wir können hier wieder einen einstellen. Komm. Ich tätschel dir jetzt den Rücken, okay? Und hat sich schon erledigt. Der Fressbefehl, ja, den kann man machen. Der frisst sowieso, wenn er was soll. Oder wenn er was sieht. Ich konnte ihn noch nie so richtig dran hindern. Kriegen wir alles wieder hin. Alles gut, alles in Ordnung, alle sind dabei. Ein paar Kakteen anpflanzen. Das Wasser ist jetzt nicht überragend. Noch eine Oase, du kommst da gleich vorbei. Noch nicht schlafen gehen, noch nicht schlafen gehen. Noch nicht schlafen gehen, noch nicht schlafen gehen, noch nicht schlafen gehen, noch nicht schlafen gehen, noch nicht schlafen gehen. Immer noch nicht schlafen gehen. Ich glaube, jetzt ist er zwar in dem Bereich, aber wir gehen noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Guter Junge, braver Junge. So, gute Nacht. Genau. Das ist doch jetzt alles erstmal in meinem Sinne. Unten gibt es ein bisschen Kakteen, da können wir direkt das Wasser abgeben und bei Gelegenheit, wenn wir genug Steine haben, läuft auch das wieder. Mais läuft doch ganz prima. Links drüben sind auch noch genug da, sind alle beschäftigt und alle arbeiten ganz fleißig vor sich hin. Und gleich kriegen wir noch ein paar Leute dazu. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt noch auf die Leute und dann machen wir wieder Feierabend. Dann habe ich es mal wieder geschafft, hier eine Runde weiterzumachen. Es ist halt ein schönes Spiel, aber ich spiele es halt eben. Ich würde es am liebsten, wenn ich es hier nicht auf YouTube zeigen würde, eigentlich nur, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo unterwegs bin. Ja, du sitzt da in der Bahn oder so. Bus, da kannst du das wunderbar so 10 Minütchen immer spielen und dann kommst du auch immer gut voran. Ja, es ist so ein schönes Spiel nebenbei. Ja, für was anderes, ich finde es halt noch nicht so, dass man das als super Spiel verkaufen kann, wo man da, klar, wenn du es zum Anfang hast, kannst du da stundenlang dran sitzen, aber ich finde es eher so ein kleines Gimmick-Spiel für nebenbei und da ist das echt super. Ja, wenn sie hier natürlich noch ein bisschen was dran tun und das komplexer wird, ist das dann wieder schwierig auf, sag ich mal, auf Mobile oder so umzustellen. Ich will es auch nicht, weißt du, man will es auch nicht zu kompliziert machen. Ja, so wie es ist, ist es schön und ja, es ist dann angenehm zu spielen. Man kann ja noch einen höheren Schwierigkeitsgrad einfügen. Ja, dass sie irgendwie mehr essen müssen oder was weiß ich. Naja, mal gucken, wie es beim nächsten Mal dann weitergeht.